Kekelit Innovative Pipe Systems. Für die Verarbeitung von Aluverbundrohren K06 benutzen Sie das spezielle Alu-Schälgerät WZ150. Entfernen Sie die Deckschicht und die Aluschicht in Muffentiefe. Bitte beachten Sie, dass Sie die Maschine immer in der Nähe von Rohrabhängungen befestigen. Zeichnen Sie die Einschubtiefe am Rohr an. Entnehmen Sie die Maße bitte der Tabelle im Handbuch. Bei einem vollständig ausgefahrenen Schlitten sollte der Freiraum zwischen Rohrende und Formstück etwa 100 bis 150 mm sein. Nun spannen Sie bitte das Formstück ein und stützen Sie dieses mit dem Fixierwinkel. Stellen Sie den Timer ein, entnehmen Sie dazu die Aufwärmzeit der Tabelle. Nehmen Sie den Handschweißspiegel mit dem passenden Schweißaufsatz WZ122 und platzieren Sie diesen zwischen Formstück und Rohr. Durch die Handkurbel kann der Schlitten zusammengeführt werden. Der Aufwärmprozess beginnt nun. Wenn die Aufwärmzeit abgelaufen ist, fahren Sie den Schlitten auseinander und entfernen Sie den Handschweißspiegel. Führen Sie nun Rohr und Formstück ohne Zeitverlust zusammen. Beachten Sie bitte die vorgegebene dimensionsabhängige Abkühlzeit. Nach Ablauf dieser Phase ist das verschweißte Rohrstück voll belastbar. Kekelit Innovative Pipe Systems.